Das heißt, es gibt mittlerweile Software, die Beschränkungen von der Original-Firmware aufhebt. Natürlich unseres genommen, weil ansonsten ist das, was wir gleich zeigen, strafbar. Also innerhalb von Sekunden, wie ihr hier seht, waren die Geräte nicht mehr verbunden. Im Internet wird dieses Teil als das krasseste Hacker-Gadget des Jahres beworben, was mich nicht wundert, da ein Nutzer in den USA kürzlich erst damit die Ampeln auf grün schalten konnte. In diesem Selbstexperiment werden wir also sowohl die Basisfunktion testen, wie Kreditkarten einlesen, Türen öffnen und so weiter, als auch mit dieser Add-on-Komponente WLANs hacken. Außerdem installieren wir eine inoffizielle Software, die die ganzen Beschränkungen der Hersteller umgeht. Unter allen Kommentaren verlosen wir übrigens auch diesmal wieder eine Mystery Box. Der Gewinner vom letzten Video ist der liebe Michael. Die Box dürfte mittlerweile auch schon angekommen sein. Gerne mal Feedback in den Kommentaren. Ansonsten euch viel Spaß. Für mich der doppelte Espresso. Mal gucken, was wir so machen. Der Flipper Zero ist laut Hersteller ein Multitool für Geeks, man könnte ihn allerdings auch als Hacker-Tamagotchi bezeichnen. Die grundsätzliche Idee war, Werkzeuge für das Pentesting bestimmter Technologien wie NFC und RFID, die vorwiegend in der physischen Welt Verwendung finden, in einem Gehäuse zu vereinen. Dadurch sind Anwender wesentlich mobiler und können eben entsprechende Tests auch unauffällig durchführen. Der offizielle Preis liegt bei $169, allerdings ist der Flipper komplett ausverkauft, weshalb teilweise auf dem Sekundärmarkt der für über 300 gehandelt wird. Das liegt unter anderem auch an TikToks wie diesem hier, die Ende letzten Jahres extrem viral gingen. Das Projekt an sich startete 2020 als Kickstarter-Kampagne, wo man eigentlich $60.000 haben wollte, allerdings innerhalb von einem Monat, glaube ich, 4,8 Millionen bekam. Stand Ende letzten Jahres wurden davon über 150.000 Einheiten verkauft. Man muss allerdings auch dazu sagen, dass PayPal zum Beispiel einen Großteil des Geldes lange einfrierte, was sie eben bei dieser Crowdfunding-Kampagne eingesammelt haben und mittlerweile immer noch nicht alles ausgezahlt hat. Der Flipper kommt mit einem monochrom LCD-Display. Man hat hier so ein Steuerkreuz mit 5 Buttons, einen An- und Ausschalter und auch an der Seite so eine Status-LED. Man hat an den Seiten einen Micro-SD-Kartenslot, USB-C zum Laden und Updaten der Firmware, GPIO-Pins und einen Infrarot-Sender und Empfänger. Die Funktionen und Anwendungsgebiete, die auf der offiziellen Website aufgeführt werden, haben wir übrigens in unserem ersten Video überwiegend schon getestet. Mit der Sub-Gigahertz-Antenne kann man bis zu 50 Meter entfernte Drahtlosgeräte und Zugangskontrollsysteme steuern. Wir haben das zum Beispiel bei diesen Restaurant-Pagern ausprobiert und es funktionierte. Bei den Garagen haben wir Frequenzskripte bei GitHub runtergeladen und da muss man sagen, die sind tatsächlich nicht aufgegangen. Mit der 125 kHz RFID-Funktion haben wir die Schlüsselchips in unserem Office eingelesen, abgespeichert und dann emuliert und konnten dann tatsächlich mit diesem Teil die Türen aufmachen. Via NFC-Modul konnten wir unsere Kreditkarte einlesen, jedoch natürlich ohne PIN. Wir haben das Ganze dann auch bei McDonald's mal ausprobiert und da hat er den Flipper aber gar nicht gefunden. Trotzdem empfiehlt es sich vielleicht, die Geldbörse zu sichern mit so einem RFID- und NFC-Blocker. Zum Beispiel diese hier von Chris, die hat das integriert. Mit Bluetooth kann man dann das Handy connecten, kann die App dazu runterladen und zum Beispiel auch am PC eine Maus simulieren, wenn man jetzt beispielsweise mit dem Flipper irgendwie Folien weitermachen will und so weiter. Und mit der Infrarot-Universal-Fernbedienung haben wir erst den TV hier bei mir an- und ausgestellt und sind dann zum Mediamarkt gefahren und haben auch die TV-Geräte kontrollieren können. Man kann aber auch eigene Infrarotsignale einlesen, wenn das Gerät nicht direkt damit funktioniert. Haben wir zum Beispiel auch mit dieser LED-Kette gemacht und es ging dann. Ich als Laie muss sagen, fand die Funktion schon relativ heftig, aber ich habe auch in den Kommentaren gelesen und es ist natürlich auch so, es gibt das alles schon. Ja, es gibt günstigere Geräte, die können genau das Gleiche und man darf eben nicht vergessen, hier kommt alles super benutzerfreundlich mit so einer Oberfläche für so jemanden wie mich, der das dann eben auch machen kann. Nun aber kommen zwei unserer Meinung nach gefährliche Sachen dazu. Einmal ist es nämlich so, dass das Projekt ja auf Open Source basiert. Das heißt, es gibt mittlerweile Software wie zum Beispiel Unleashed oder Rogue Master, die einfach die Beschränkungen von der Original-Firmware aufheben. Und das Ursprungsgerät hat keine Wi-Fi-Funktion. Jetzt gibt es allerdings das Wi-Fi-Board für $29. Das kommt quasi hier oben drauf. Und dann könnt ihr euch vorstellen, kann man damit eben auch WLANs pentesten bzw. hacken. Und das probieren wir jetzt. Erstmal mussten wir den Flipper und das Board flashen.
Dazu haben wir den Flipper mit dem USB-C an den PC angeschlossen, haben die Flipper-Software runtergeladen und eben auch diese Roguemaster-Software von GitHub aufgespielt. Das macht man übrigens komplett auf eigene Gefahr. Hierbei können Fehler auftreten. Es kann sogar sein, dass das Gerät danach gebrauchsunfähig ist und man bekommt jetzt eben Funktionen, die so vom Hersteller nicht gedacht waren. Ergo übernehmen die eben auch keine Verantwortung. Diese installiert man auch direkt am Flipper und beim Board haben wir die Marauder-Software über die Command-Line installiert. Jetzt konnten wir dann das Board über den Flipper bedienen, was mit der Original-Firmware so eben nicht möglich ist. Ja, und hier kann man jetzt mit Scan umliegende WLAN-Netzwerke suchen und abspeichern. Mit Select wählt man dann eins aus und wir haben natürlich unseres genommen, weil ansonsten ist das, was wir gleich zeigen, strafbar. Denn jetzt gibt es hier verschiedene Attacks. Angefangen mal mit dieser sogenannten Rickroll-Attack. Das erstellt im Endeffekt viele Fake-WLAN-Netzwerke und benennt sie dann nach den Lyrics von diesem Rickroll-Song. Es ist mehr oder weniger gedacht, um Leute zu nerven und eher sowas wie ein Troll, würde ich mal sagen. Mit DAuth desynchronisiert man verbundene Geräte. Was man damit beim Wireless-Hacking macht, ist, dass wenn sich jetzt ein Gerät disconnected und dann wieder neu verbinden muss, kann man den Handshake capturen und aus diesem dann den Hash auslesen, wo sich das Passwort drin befindet. Den Attack könnte man zum Beispiel mit dem Hack 5 Pineapple kombinieren, den wir in diesem Video ja im Starbucks getestet haben. Du hast dich mit einem Galaxy S8 eingeloggt und dein Passwort ist Metin91? Ja, das kommt aber nicht ins Video rein. Hier haben wir uns aber ganz normal mit unserem WLAN zu Hause gemacht und es hat nicht funktioniert. Bei modernen Routern, die einfach 5 GHz unterstützen, die Geräte nicht einfach so rausgekickt werden, weil das Netz einfach von 2,4 GHz auf 5 umspringt und sozusagen dadurch connected bleibt. Beim Handy-Hotspot jedoch hat es ohne Probleme sofort geklappt. Also innerhalb von Sekunden, wie ihr hier seht, waren die Geräte nicht mehr verbunden. Man sieht auch ganz deutlich, dass solange die Attack aktiv war, wir uns mit den Handys nicht wieder verbinden konnten. Die nächste Attack heißt Probe und die sendet im Endeffekt unzählige Registrierungsversuche an den WLAN-Router und in der Theorie macht man ihn damit arbeitsunfähig oder verwirrt ihn. Also man kann das für verschiedene Dinge nutzen, aber bei uns haben wir nicht wirklich feststellen können, dass das Internet jetzt langsamer wurde oder irgendwas anderes passiert. Ja, so viel an dieser Stelle zu diesem Wi-Fi-Board. Wir testen jetzt noch ein paar andere Funktionen, die wir freigeschaltet haben und dann melde ich mich im Fazit. Bevor wir jetzt dazu kommen, noch mal ganz kurz zu den Wi-Fi-Attacks, die wir gezeigt haben. Der Exploit targetiert die WPA2-Verschlüsselung. Das heißt, schaut am besten bei euch mal in den Router-Einstellungen, ob ihr von WPA2 auf /WPA3 stellen könnt. Und bei den Sicherheitseinstellungen macht auf jeden Fall PMF an. Das ist Protected Management Frames und damit dürfte es nicht mehr so leicht funktionieren, Geräte zu disconnecten. Jetzt zu den zusätzlichen Funktionen der Software. Erinnert ihr euch noch an die Sequenz, wo wir in unserem Office den Chip eingelesen und dann mit dem Flipper die Türen öffnen konnten. Mit dem RFID-Fuzzer brute-forced man sozusagen diese RFID-Signale. Das heißt, man braucht nicht diesen Chip, muss ihn einlesen, sondern im besten Fall hält man das ran und der knackt das ein. Zumindest in der Theorie und es gibt auch einige Videos im Netz, wo es funktionierte. Bei uns ging es allerdings nicht. Wie ihr seht, hat das Lesegerät den Flipper zwar erkannt, aber die Tür ging zum Glück nicht auf. Und auch der Sub-Gigahertz Brute-Forcer wurde von der Roguemaster Software freigeschaltet. Damit macht man im Endeffekt genau das gleiche, nur mit Garagentoren, Schranken und so weiter. Und es funktionierte ebenfalls nicht, weil einfach bei uns wahrscheinlich andere Frequenzen genutzt werden. Zum Beispiel bei dem Ami, der die Ampeln damit auf grün geschaltet hat in den USA, nutzte der ein Infrarotsignal mit einer Frequenz von 14 Hertz, um die im Endeffekt umzuschalten. Vorgesehen ist diese Technik für Rettungswagen im Einsatz und so ein System gibt es auch bei uns, das basiert allerdings auf Funk. Heißt alles in allem, das Teil hier kann vor allem in diesem modifizierten Zustand einiges anrichten, aber im Open-Source-Bereich scheint es wohl zumindest Europa-Dachraum weniger eingespeicherte Daten und Frequenzen zu geben, was eben nicht bedeutet, dass das nicht noch kommen kann. Daher gerne mal in die Kommentare eure Meinung zum Flipper. Ich finde es gefährlich, wie gesagt, vor allem, weil es einfach so benutzerfreundlich ist und zugänglich für viele in dem Fall. Ansonsten verlosen wir weiterhin diese Mystery-Boxen. Checkt auch dieses Video ab und ich hoffe, nach dieser kurzen Pause hat es euch gefallen. Wir sehen uns diese Woche wahrscheinlich noch ein zweites Mal.